Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht, es ist Donnerstag, es ist Zeit für Witz vom Olli, es ist Zeit für gute Laune, es ist Zeit für Humor und es ist Zeit für volle Deckung. Ich habe ja Fans, gell, so, wenn man das so sieht, was da alles reinkommt. Der liebe Herbert schreibt aus Pattaya, mach weiter so, Olli, mach ich. Der Rigobert und der Helmfried unterhalten sich. Dann sagt der Rigobert zum Helmfried, du, mein Nachbar, der Bernward, der ist so geizig, der hat in seinem Testament stehen, wenn er beerdigt wird, dann lässt er sich bis zur Brust eingraben. Dann sagt der andere, warum denn das? Dann sagt er, dann kann er Grabpflege selber machen. Herbert, Weltklasse, warum bist du Brust? Der kann er Grabpflege selber machen. Dann hat mir geschickt der Dennis Peters. Dennis Peters sagt die Frau zu ihrem Mann, Schatz, findest du meinen Ausschnitt zu tief? Dann sagt er, hast du Haar auf der Brust? Dann sagt sie natürlich nicht. Dann sagt er, dann ist er zu tief. Hast du Haar auf der Brust? Nein, dann ist der Ausschnitt zu tief. Dabei ist mir ein alter Superklassiker eingefallen, wo das Ehepaar beim 14-jährigen Sohn das Zimmer, also in dem Fall der Rigobert und Siglinde, bei ihrem 14-jährigen Sohn das Zimmer aufräumen und als sie das Bett wegschieben, liegen unterm Bett lauter Sadomaso-Häftler. Dann sagt der Vater zur Mutter, Siglinde, was machen wir da? Da sagt sie, alles, bloß nicht schlagen. Weltklasse, alles bloß nicht schlagen. Und dann kommt einer vom Bernd, vom lieben Bernd aus Uelzen. Lieber Bernd, ich sage jetzt keinen Nachnamen, weil ich will nicht, dass immer bei dir, also dass jemand bei dir anruft und sagt, das ist ein Witz, den erzählt der Olli niemals. Also ich habe einen Witz aus der Kategorie Witze, die ich niemals erzählen würde. Und er ist wieder so, wow, irgendwann komme ich in die Hölle, das ist safe. Sitzen drei Hunde beim Tierarzt, dann sagt er, ein Schäferhund, ein Rottweiler und ein Dobermann. Und dann sagt der Schäferhund zu den zwei anderen, sag mal, warum seid ihr eigentlich da? Dann sagt der Dobermann, also stell dir vor, ich bin Wachhund, ich soll das Haus bewachen, und aber gegenüber wohnt eine Pudeldame. Und also ich war spitz, ich bin dann einfach rüber, und in der Zeit, wo ich die geschnackselt habe, habe sie bei uns Haus ausgeräumt, Einbrecher, und jetzt soll ich, jetzt bin ich hier, soll eingeschläfert werden. Dann sagt der Schäferhund, boah, das ist auch dramatisch. Dann sagt er, und zu dem Rottweiler sagt er, und warum bist denn du da? Dann sagt er, stell dir vor, du, ich bin auch spitz gewesen und läuft auf der anderen Straßenseite einer mit seiner weiblichen blinden Hündin da an der Straße entlang, und ich auf die blinde Hündin drauf, und der Blinde vom Auto überfahren wurde tot, jetzt werde ich auch eingeschläfert. Da sagt der Dobermann zu dem Schäferhund, und warum bist denn du da? Dann sagt er, hey, stell dir vor, ich sitze im Ankleidezimmer von meinem Frauchen, und die kommt aus der Dusche splitterfasernackt und bückt sich, und dann hat mich's übermannt, und dann bin ich von hinten auf sie draufgesprungen und Vollgas. Und dann sagt der Rottweiler, ja, wirst du auch eingeschläfern? Dann sagt er, nein, ich bin da, weil Kralle geschnitten werden soll. Ich bin da, weil Kralle geschnitten werden soll.
böse, 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 böse. Lieber Bernd, schreib mir sowas bitte nicht. Ich muss dazu sagen, ich kenne den, glaube ich, schon 30, 35 Jahre kenne ich den Witz. Absolute Legende, aber ich kann nur eins sagen. Meister Ling, lass den Hund raus. Meister Ling, an Tisch 17 gibt's heute Hund. So, jetzt sage ich euch nur das Beste. Bleibt gesund, werdet gesund, verliere niemals den Humor, sonst wird wieder ernst in einer Rede. War der Olli und irgendwann schicke mal was aus der Höhle her.